Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen unsere Augen und machen eine Pause von dem, was wir sehen. Wir schließen unsere Augen und schauen auf Gott, den wir unsichtbar hinter allem Sichtbaren erhoffen. Möge Gott uns alle Zeit führen. Möge Gott uns die Augen öffnen für seine Fürsorge. Herzlich willkommen in der Evangelischen Erlöserkirche in Liebenau am Stadtrand von Graz. Herzlich willkommen beim Mittagsgebet. Es ist übrigens das 100. Mittagsgebet. Fein, dass Sie bei diesem kleinen Jubiläum dabei sind. Ich bin Pfarrer Manfred Perko und freue mich, mit Ihnen in diesen Minuten innehalten, beten und feiern zu dürfen. Luther, Pest und Babyelefant. Diese Überschrift gebe ich den kommenden Minuten. Wir feiern im Namen Gottes, der die Welt erschaffen hat. Wir feiern im Namen Gottes, der als Kind in der Krippe in diese Welt gekommen ist und Freund und Bruder geworden ist. Wir feiern im Namen Gottes, der in dieser Welt atmet und lebt und uns begeistert. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf den Wochenpsalm, Psalm 105, im Wortlaut der Bibel in gerechter Sprache. Dankt dem Ewigen, ruft seinen Namen laut, verkündet sein Handeln bei den Völkern, singt für ihn, musiziert für ihn, singt über all seine wunderbaren Werke nach, rühmt ihn seines heiligen Namens. Das Herz derer, die die Ewige suchen, freue sich. Fragt nach der einen, fragt nach ihrer Macht, hört nicht auf, ihr Angesicht zu suchen. Denkt an ihre wunderbaren Taten, die sie vollbracht hat. Es ist der eine, unsere Gottheit. Auf der ganzen Erde gelten seine Urteile. Er denkt an seinen Bund für alle Zeit. Das Wort, das er für 1000 Generationen in Kraft gesetzt hat. Amen. Der Lehrtext für den heutigen Tag ist ein Wort von Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Ein hohes Gut und zur Zeit bei uns zum Kampfbegriff geworden, einem Kampfbegriff derer, die sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen wollen, ihre Freiheit auf Masken zu verzichten, Partys zu feiern, eine Ansteckung zu riskieren und oder sich dem Contact Tracing zu entziehen. Ja, manche Gemeindeglieder werfen uns jetzt vor, dass es zurzeit keine Gottesdienste und keine Veranstaltungen gibt, das sei doch kleingläubig, verzagt. Gott würde die Seinen schon schützen. Wir müssten nur intensiver glauben und beten. Freiheit. Martin Luther hat 3 Pestepidemien erlebt. Angesichts des großen Sterbens im Jahr 1527 verfasste eine kleine Schrift, ob man vor dem Sterben fliehen möge. Darin macht er klar, es gelte sich selbst zu schützen und auf andere zu achten. Bei allen Überlegungen zur damals dramatischen Situation bleibt er eng am Bibeltext und an biblischen Beispielen. Es ist hier leider nicht die Zeit, seine auf Gott vertrauende, lebenskluge und theologisch fundierte Argumentation auszubreiten.
aber sie finden sein Traktat, ob man vor dem Sterben fliehen möge, leicht im Internet. Fast alles kann man eins zu eins auf unsere heutige Situation übertragen und darauf, wie wir in Freiheit und Verantwortung damit umgehen können und sollen. Jedenfalls nicht in egoistischer Selbstüberschätzung oder fatalistischer Frömmelei. Statt auf sinnvolle Maßnahmen schulterzuckend auf Gottes Schutz zu vertrauen und sich nicht um die eigene Gesundheit und um die der anderen zu kümmern, das hieße Gott versuchen, schreibt Martin Luther. Er und seine Zeitgenossen kannten Ähnliches mit dem Johannesevangelium. Dies würde gegen Donner und Blitzschlag schützen, aber nur diejenigen, die es lesen. Das nennt Luther Abgötterei. Und er macht sich über solchen Aberglauben lustig, aber jener Bauer war noch besser. Wenn ein Wetter kam und ein Donnerschlag dröhnte, machte er vier Kreuze und sagte Matthäus, Markus, Pilatus und Herodes, die vier Evangelisten schützen mich. Und dann erzählt er noch eine andere Geschichte, wo jemand, Überraschung, trotz des Lesens des Johannesevangeliums bei einem Gewitter zu Tode gekommen war. Ja, was denn nun? Zwischen Gottvertrauen und menschlichen, vernünftigen Maßnahmen. Martin Luther fasst in seiner Schrift zusammen. So will ich nun zu Gott beten, dass er uns gnädig sei und die Pest abwehre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arzneien geben und nehmen, Orte und Personen meiden, wenn man mich nicht braucht, damit ich mich selbst nicht vernachlässige und dazu durch mich viele andere vergiftet und angesteckt werden und ich ihnen so durch meine Nachlässigkeit eine Ursache des Todes werde. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich vermute, Martin Luther würde heute Maske tragen und uns empfehlen, den Babyelefanten im geistigen Gepäck immer dabei zu haben. Und er würde im stillen Kämmerlein oder im Internet zu Gott beten und ihn bitten um seinen Beistand und um seinen guten Geist für uns alle. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, lass uns fest in deiner Freiheit stehen und bestehen. In der Freiheit für uns selbst und für unsere Nächsten Verantwortung übernehmen, ohne engstirnig auf uns selbst zu schauen. In der Freiheit, unter anderem und um des großen Ganzen willen, Einschränkungen hinzunehmen, ohne zu murren und zu knurren. In der Freiheit, anderen unter der Maske zuzulächeln. In der Freiheit, gebundene Knechte zu sein und allen anderen zugewandt und untertan, um der Liebe willen. Amen. Beten wir gemeinsam, wie Jesus selbst schon mit den Seinen gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken und Schritte uns heute noch führen, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der alles geschaffen hat.
Bei Gott, dem Sohn Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Gott segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Sie erhebe ihr Angesicht auf uns und schenke uns und aller Welt Frieden. Amen.